Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Trotzdem ist die Armut so groß wie nie seit der Wiedervereinigung. Das geht aus einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hervor. Als arm gilt, wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Besonders gefährdet sind Alleinerziehende. 43% von ihnen fielen 2013 unter die Armutsgrenze. Sie liegt für eine alleinerziehende Person mit einem Kind bei 1160 Euro pro Monat. Alarmierend ist auch die Situation vieler älterer Menschen. Daniela Bach. Ohne die Saarbrücker Tafel käme Vera Stamenkovic nicht über die Runden. Im Sommer wird sie 64. Hausfrau war sie. 11 Jahre lang hat sie ihren Mann gepflegt. Als er starb, änderte sich ihr Leben abrupt. Leistungen wie die Witwenrente reichen nicht aus. Vera Stamenkovic ist nicht nur auf die Tafel angewiesen. Sie hilft auch mit. Ehrenamtlich. Ich hatte mich zu sehr geschämt. Ich wäre mir dann wie so eine Bettlerin vorgekommen und denke mir, es gibt Menschen, die sind noch schlimmer dran als ich. Und so ist das wunderbar. Ich kann hier was tun als Gegenleistung. In Deutschland hat die Armut einen neuen Höchststand erreicht. Laut aktuellem Armutsbericht sind über 12,5 Millionen Menschen betroffen. Am niedrigsten ist die Armutsquote in Bayern und Baden-Württemberg, am höchsten in Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Besonders stark ist die Armutsquote bei den über 65-Jährigen gestiegen, seit 2006 um 37,5%. Es ist der Anfang einer Lawine der Altersarmut, die auf uns zurollt. Um die Altersarmut zu bekämpfen, brauchen wir dringend eine Reform der Altersgrundsicherung selbst, eine Erhöhung der Regelsätze bei der Altersgrundsicherung von jetzt 399 auf über 500 Euro ist angezeigt. Vera Stamenkovic ist kein Einzelfall. Vielen Hausfrauen ihrer Generation geht es ähnlich. Zudem befinden sich laut Armutsbericht unter jenen, die jetzt ins Rentenalter kommen, immer mehr Langzeitarbeitslose. Das Alter, sagt Vera Stamenkovic, mache ihr Angst. Umso wichtiger sei das Engagement für die Tafel. Für sie ein kleiner Ankerpunkt.